Wir sind nach langer Corona-bedingter Pause mal wieder mit einem Flugzeug unterwegs und heute fliegen wir mit einer Airline, von der ihr vielleicht noch gar nichts gehört habt, von Hamburg nach Kopenhagen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Hier seht ihr unseren ungefähren Flugverlauf. Zum Einsatz kommt eine ATR 72-600 und zwar von der Fluggesellschaft X-Fly. Diese Fluggesellschaft kennt man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Und das liegt daran, dass diese Fluggesellschaft so als solche gar nicht auftritt, sondern eigentlich nur die Maschine betreibt, und zwar im Wetlease für SAS Scandinavian Airlines. Ich habe also bei SAS gebucht und fliege auch mit SAS. Die Maschine ist auch im SAS-Design, wird eben allerdings nicht von SAS selbst, sondern von X-Fly betrieben. Diese ganze Reise ist dadurch entstanden, dass die Züge von Hamburg nach Kopenhagen, die ich im Anschluss an meinen Flixtrain buchen wollte, einfach konsequent nicht buchbar waren. Über mehrere Wochen war es nicht möglich, einen Zug von Hamburg nach Kopenhagen zu buchen, und deswegen hatte ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, einen Flug zu nehmen. Zum Einsatz sollte da eine CRJ 900 kommen, allerdings wurde der Flug dann umgebucht, im Moment passiert das eben noch relativ häufig, und dann musste ich deutlich später fliegen, habe deswegen meine Zeit in der sehr angenehmen Hamburger Airport Lounge verbracht und habe dann eben einen späten Flug erst gehabt, und dieser wurde dann von X-Fly mit der ATR 72 durchgeführt, die ihr hier jetzt auch sehen könnt. Also ganz eindeutig nach außen hin nichts davon zu sehen, dass dieses Flugzeug nicht SAS selbst gehört, sondern nur im Wetlease für diese zum Einsatz kommt. Aber tatsächliche Airline ist eigentlich X-Fly. X-Fly ist übrigens eine estnische Fluggesellschaft, war bis Februar 2020 als Regional Jet bekannt. Ja, und dann heißt es auch schon Boarding, ganz bequem zu Fuß über das Vorfeld. Die Besonderheit bei der ATR ist ja, dass man von hinten boardet, also dass der Eingang ganz im Heck ist. Demzufolge quasi alles umgekehrt. Viele wollen dann eher hinten sitzen. Und ich, der normalerweise mal hinten sitzt, habe mir dann eher einen Platz weiter vorne gesucht, weil ich es immer ein bisschen entspannter finde, weiter weg vom Ein- oder Ausgang zu sitzen und meistens dort auch eher der Nebensitz frei bleibt. Auf diesem Flug nicht, der war komplett ausgebucht. Ich war jetzt hier direkt neben dem Triebwerk. Die Ausstattung habt ihr kurz gesehen. Alles relativ kompakt, aber genügend Platz, Sitzabstand in Ordnung, Ausstattung auch vollkommen in Ordnung. Keine Sorge, weil die Scheibe beschlagen ist, das ändert sich, sobald wir gestartet sind. Das war jetzt übrigens mein erster Flug seit Corona und das eben, wie am Anfang erklärt, auch nicht ganz geplant, sondern alles ein bisschen spontan dazu gekommen, dass ich nun in dieser Maschine sitze. Aber mit der ATR fliege ich auch sehr gerne, bin ich erst einmal vorher geflogen. Generell finde ich Propellermaschinen einfach spannend und deswegen hat mich das auch nicht sonderlich geärgert, auch wenn ich natürlich gerne mal wieder mit einer CRJ geflogen wäre, was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe. Hier geht es nun raus aus den Wolken und rein in den Sonnenuntergang. Dafür hatte ich leider die falsche Seite für den Sonnenuntergang, aber auch auf dieser Seite war das Licht wirklich sehr, sehr schön. Die aktuellen Regelungen an Bord der Maschine waren relativ einfach. Es galt Maskenpflicht und man musste vor dem Flug schon nachweisen, geimpft, getestet oder genesen zu sein. Wobei getestet nicht ganz so einfach ist, eben aufgrund der Einreisebedingungen nach Dänemark. In Dänemark gibt es nämlich kaum noch Corona-Regeln, im Prinzip eigentlich gar keine mehr. Dort ist die Impfquote so hoch, dass man sich dazu entschlossen hat, alle Maßnahmen fallen zu lassen, weil eben die Impfquote deutlich höher ist als bei uns. Allerdings sind die Einreiseregelungen natürlich weiterhin streng, damit dann natürlich auch die Leute, die ins Land kommen, Corona nicht mitbringen können. Das war es aber eigentlich auch schon. Vor dem Flug hat man ein Impfzertifikat zum Beispiel hochgeladen, das wurde überprüft und
Ansonsten verlief der Flug dann eigentlich wie immer. Einziger Unterschied war natürlich noch im Flugzeug, da gilt die Maskenpflicht. Es gab auch ein kleines Catering-Angebot, es wurde Kaffee gebracht. Also das war alles tatsächlich relativ normal. Da hat man nicht so viele Unterschiede zu früher gemerkt, außer eben die Maskenpflicht. Hier befinden wir uns dann auch schon langsam im Landeanflug auf Kopenhagen. Ihr seht es, es geht wieder rein in die Wolken und es wird auch schon dunkel, denn wie gesagt, der Flug war am späteren Abend. Es war etwas windig, ein paar Bewegungen waren da, aber an und für sich war es ein relativ ruhiger Anflug. Ja, die Maschine, mit der ich geflogen bin, hat die Kennung ESATE, ist keine 8 Jahre alt, also noch eine sehr junge Maschine und war für Jettime und SAS im Einsatz, bevor sie dann zu Nordica bzw. jetzt X-Fly gekommen ist. In Kopenhagen war das Wetter dann leider nicht ganz so schön. Es hat ziemlich kräftig geregnet. Ich hatte ein Hotel in der Nähe des Flughafens, nämlich das Scandic CPH Strandpark. Und dieses Hotel ist wirklich wahnsinnig toll. Also nagelneu eröffnet und tatsächlich für mich das schönste Hotel, in dem ich bisher war, was Design angeht. Und es war natürlich auch sehr entspannt, mal keine Maske im Hotel tragen zu müssen. Wie gesagt, Dänemark hat alle Corona-Regeln abgeschafft und Corona nicht mehr als Gefährdung für die Allgemeinheit deklariert, eben aufgrund der sehr hohen Impfbereitschaft. Allerdings gilt am Flughafen von Kopenhagen trotzdem Maskenpflicht. Erst wenn man den verlassen hat, gilt dann keine Maskenpflicht mehr. Kopenhagen, der Flughafen, ist einfach extrem effizient. Ihr seht es hier, ich bin gerade am Gepäckband erst angekommen, obwohl alles super schnell ging und es keine langen Laufwege gab. Und trotzdem war der Koffer schon auf dem Band. Da ist Kopenhagen wirklich einer der besten Flughäfen, die es so gibt. Das war es damit auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer freue ich mich natürlich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.